Bei uns ist Sabine Adler vom Deutschlandfunk, langjährige Moskau-Korrespondentin. Osteuropa ist ihr großes Gebiet mit einem Wahlergebnis von 87%. Macht man sich eigentlich lächerlich? Muss Putin selbst diese Lächerlichkeit nicht fürchten? Ich glaube schon, dass er die fürchten muss, aber darum geht es auch gar nicht. Es geht überhaupt nicht darum, was das eigene Volk darüber denkt. Es ist eine Demonstration nach außen. Wir nennen hier etwas Wahl, so wie ihr etwas Wahl nennt, aber wir meinen mit dieser Wahl etwas vollkommen anderes. Und es ist im Grunde genommen die Unterminierung dieser Institution einer demokratischen Wahl. Das heißt also, er meint eigentlich auch den Westen, wenn er die Wahl zu etwas macht, über das man nach Belieben verfahren kann und verfügen kann. Und man muss dann natürlich sagen, dieser Ausdruck Wahl geht nicht. Mindestens Pseudowahl. Ist er Präsident? Auch nicht. Ist jemand Präsident, der so verfährt mit seinem Volk? Nein, er verdient diesen Titel nicht mehr. Man muss sich einen anderen überlegen. Diktator wäre gut, Despot wäre gut. Präsidenten nennen wir ihn nicht mehr. Leonid Volkov ist uns zugeschaltet aus dem litauischen Exil. Ein langjähriger Freund und Vertrauter von Alexei Nawalny. Sie wurden vor einer Woche vor Ihrem Haus angegriffen. Können Sie, Herr Volkov, uns noch mal erzählen, was da passiert ist und wie es Ihnen heute geht? Naja, man sieht schon auch alles im Bild. Irgendjemand hat in meinem Auto ein Glas zerbrochen, so mit einem Hammer, wenn ich zu Hause gekommen bin, und dann wurde ich mit diesem Hammer so geschlagen an Hand und Fuß. Jetzt geht es mir aber schon viel besser. Ich bin zurück zur Arbeit schon. Wo auf der Welt wären Sie überhaupt sicher heute? Ja, wahrscheinlich nirgendwo. Also, es geht wahrscheinlich kaum um Sicherheit, wenn du schon Wladimir Putin als einen Feind hast, weil ja, Wladimir Putin betrachtet uns ganz offiziell als Terroristen. So, ich bin in Russland auf die Terroristenliste eingetragen, und die Russische Föderation meint, wir sind so legitime Ziele für uns unzubedingt. Yeah. Frau Nawalna, ja, andere russische Oppositionelle, auch Sie, riskieren Sie Ihr Leben mittlerweile für eine aussichtslose Sache? Nein, das ist nicht aussichtslos. Wir haben schon einen ganz starken Glauben an die Möglichkeit, frei, demokratische, europäische Russland zu sehen. Das war die Idee, für die Alexei Nawalny, unser Freund und Kollege, sein Leben geopfert hat. Und wir glauben wirklich auch sehr darauf. Hier in Litauen sieht man das eigentlich ganz gut, dass dieses Glauben auch ganz gut begründet ist. Weil, ja, okay, das war auch vor 30 Jahren, ja, vor mehr als 30 Jahren, ein Teil des Sowjetunions. Wir haben diese allgemeine Geschichte. Yeah. Viele Häuser in Vilnius sehen so aus wie in Russland. Tschernobyl, die Doku, wurde hier gedreht. Aber es ist doch ein europäisches Land mit einer fähigen Demokratie. Wieso ist es auch nicht in Russland möglich? Unabhängig von allen Manipulationen steht nicht doch auch eine Mehrheit hinter Putin und hinter diesem Krieg? Nein, es steht ganz bestimmt keine Mehrheit hinter dem Krieg. Wir haben unsere Meinungsumfragen durchgeführt. Wir machen das monatlich. So im Dezember haben uns 68% gesagt, man möchte den Krieg zum Schluss heute. So, abgesehen von den Grenzen und von Bedingungen. Yeah. Und für Putin sind die Zahlen etwas besser. So, es gibt doch russische Wähler, die immer noch Putin unterstützen, obwohl sie gegen den Krieg sind. Und das ist so ein bisschen verrückt klingt, weil Putin ist der Krieg. Und okay, das ist unsere Aufgabe, mit diesen Wählern zu arbeiten und sie zu überzeugen. Wir sind dankbar, dass Sie in unserer Sendung sind heute und begrüßen die anderen Gäste im Studio. Frau Mohammed Ali, Sie sagen, man muss sich mit Putin ins Benehmen setzen. Das ist eine flotte Formulierung. Er ist jetzt die nächsten Jahre erst einmal fest bestallt, offensichtlich mit dieser Pseudo-Wahl, oder fühlt sich so. Heißt das, dass man ihm hinterherlaufen muss, dass man ihm entgegenkommen muss? Das heißt es nicht.
Nein, das heißt es nicht. Aber die Situation ist ja in der Tat, diese Wahl, die war nicht demokratisch, ist gar keine Frage. Und Putin ist nicht demokratisch gewählt und ihm fehlt die Legitimation des Volkes, ist auch keine Frage. Aber er ist faktisch an der Macht. Und ich denke, daran können wir im Moment nichts ändern. Und dann bleibt einem nichts anderes übrig, als sich auch mit ihm ins Benehmen setzen zu müssen und zu versuchen, dass dieser Krieg auf dem Verhandlungswege möglichst schnell beendet wird. Mhm. Paul Ronsheimer ist bei uns stellvertretender Chefredakteur der Bild. Und noch viel wichtiger, seit 10 Jahren, Herr Ronsheimer, berichten Sie aus der Ukraine. Sie waren auch jüngst dort und können uns sagen, wie dramatisch momentan eigentlich die Situation an der Front ist. Die Lage ist tatsächlich dramatisch. Ich habe gerade vor der Sendung noch mit Soldaten geschrieben, die dort an der Front sind, bei Bachmut in Donetsk in der Region, die mir, als ich dort war und auch jetzt wieder berichtet haben, dass die Russen sie 10-mal angreifen können, beschießen können, sie nur einmal antworten können. Es ist für sie absolut katastrophal. Und gleichzeitig erleben wir, dass Wladimir Putin nach dieser Wahl angekündigt hat, 16 neue Brigaden zu mobilisieren. Also eine extreme Mobilisierung macht, die es in der Ukraine nicht gibt bislang. Da wird immer noch diskutiert. Ja. Es gibt dort 2 große Probleme. Das eine ist die fehlende Mobilisierung. Das zweite ist die fehlende Munition. Und das ist dramatisch. Und wenn man auch mit den Vertretern dort spricht, von Präsident Zelensky, die sind wahnsinnig enttäuscht davon, dass dort nichts ankommt. Mhm. Aber ich muss einmal etwas dazu sagen, was Sie gesagt haben, mit Putin ins Benehmen setzen. Putin hat klar gesagt, er will nicht verhandeln, er will weiterkämpfen. Er hat gesagt, dass er überhaupt nicht bereit ist zu sprechen. Denn so sein Zitat, warum sollte er das tun, wenn die Ukraine keine Munition mehr hat? Genau, das hätten wir auch noch mal vorspielen können. Das ist interessant von ihm zu hören. Und damit ist eigentlich auch gesagt, jetzt zu verhandeln, weil denen die Munition ausgeht, ist lächerlich. Dazu gibt es Interviews. Und dann wären wir bei Lars Klingbeil, um einen der 2 Vorsitzenden der SPD zu fragen. Herr Klingbeil, was für Sie, was für Rolf Mützenich eigentlich ein Zeichen dafür ist, dass man jetzt besonders gut verhandeln könnte und über den Frieden sprechen sollte? Ich glaube, dass es dafür gerade wenig Zeichen gibt. Ich glaube auch, dass Wladimir Putin die Wahlen in den USA abwarten wird im November. Und Rolf Mützenich hat ja, weil ich weiß, dass wir sehr viel über diesen Satz aus seiner Rede, die ja 11 Minuten lang war, reden werden heute Abend. Rolf Mützenich hat ja viele andere Sachen auch gesagt in dieser Rede, unter anderem, dass wir die Ukraine militärisch stärken müssen. Und ich glaube, das ist jetzt gerade doch das Dringendste, dass die Ukraine Luftabwehr bekommt, dass sie Artilleriemunition bekommt, wo wir als Europäer viel besser werden müssen und wo wir auch schneller werden müssen. Mhm. Wo Deutschland aber natürlich als größter Waffenlieferant Europas und als größter militärischer Unterstützer, zweitgrößter der Welt, aber mit Abstand der größte in Europa, wo wir gerade viel tun. Und dieser Weg muss weitergehen. Ich selbst glaube gerade nicht, dass man sich mit Wladimir Putin an einen Tisch setzen kann. Und übrigens diejenigen, die entscheiden, ob man sich am Ende mit ihm an einen Tisch setzt, das sind die Ukrainerinnen und Ukrainer. Das hören wir auch immer wieder. Und das ist die Einlassung, die er auch macht, zu sagen, es sollen am Ende die beiden Kriegsparteien verhandeln. Nur ist auch das ja überhaupt nicht im Sinne von Wladimir Putin, weil er sich grundsätzlich nur mit den Amerikanern unterhalten möchte. Und das sagt er uns auch. Aber schauen wir uns den Satz des Fraktionsvorsitzenden der SPD vielleicht wirklich noch mal an. Rolf Mützenich hat gesprochen und es wurde ihm widersprochen. Ist es nicht an der Zeit, dass wir nicht nur darüber reden, wie man einen Krieg führt, sondern auch darüber nachdenken, wie man einen Krieg einfrieren und später auch beenden kann? Ich hätte mir jetzt das Wort einfrieren mit Sicherheit nicht zu eigen gemacht, weil das Wort einfrieren signalisiert, man könne einen solchen Krieg einfach so einfrieren und dann hoffen, dass es besser wird. Aus meiner Sicht war diese Rede leider ein Rückfall in die alte Russlandpolitik der Sozialdemokratie. Ich glaube, wir können uns keine Naivitäten gegenüber Putin leisten. Wer den völkerrechtswidrigen Krieg Russlands gegen die Ukraine einfrieren will, lädt Putin ein, seinen imperialistischen Feldzug weiterzuführen. Das ist eine Gefahr für unser Land. Sagt Katrin Göring-Eckardt und meint diesmal nicht die AfD eine Gefahr für unser Land, sondern meint die SPD und Rolf Mützenich. Ja, bei
vieler Kritik, die ich gerade höre in diesen Tagen, frage ich mich, ob es nicht eine Nummer kleiner geht. Nochmal, Rolf Mützenich ist der Fraktionsvorsitzende, der seit Beginn des Krieges dafür sorgt, dass die SPD-Fraktion geschlossen steht hinter der Politik des Bundeskanzlers. Gerade jetzt für dieses Jahr wieder 8 Milliarden, die wir an militärischer Unterstützung auf den Weg bringen. Er hat eine Rede gehalten, in der er sehr klar gesagt hat, wir unterstützen die Ukraine militärisch. Aber es muss doch auch möglich sein, dass man in diesem Land über die Frage von Frieden noch redet. Und ich sage Ihnen, diesen Wunsch und diesen Bedarf gibt es. Und ich finde, man kann solche Debatten aushalten. Man in kann der Bundesregierung niemand über Frieden geredet? Hat niemand über das, doch, das Lösen ist doch das, dieses... Was wir, darüber meine, denken ist, Sie ist, doch ist dauernd Präsident nach, seit zwei Zelensky, Jahren. Ist es Präsident Zelensky, der gerade auch immer wieder mit seinem 10-Punkte-Plan ja die Debatte um Frieden antreibt. Also ich glaube, es gibt übrigens, nicht über glaube übrigens, es sind diejenigen, die am meisten wollen, dass es Frieden gibt, sind die Ukrainerinnen und Ukrainer. Ja, nur nochmal, es gibt um den Kopenhagen-Prozess, in einer Sache sind wir uns aber eine Sache ist für mich für die Debatte sehr wichtig und das will ich nochmal sagen: Die Unterstützung, auch militärisch, geht weiter. Am Ende entscheiden die Ukrainerinnen und Ukrainer und es wird ganz und es hängt ganz von unserer sicher, Unterstützung ab. Und deswegen bleibt die konstant und nachhaltig und es wird ganz sicher keine Situation geben, wo im Bundeskanzleramt, im Elysée-Palast oder im Weißen Haus über Gebiete in der Ukraine nachgedacht wird. Die Ukrainerinnen und Ukrainer entscheiden, ob es zu Verhandlungen kommt, wann es zu Verhandlungen kommt und wie diese Verhandlungen Das hören wir schon lange. Warum kann, und das ist eine ernst gemeinte Frage, warum kann eine Koalition, eine Regierung bleiben, die in einer so wichtigen Sache so substanziell unterschiedlicher Auffassung ist? Und wir zitieren nicht Herrn Hofreiter und Marie-Agnes Strack-Zimmermann, das sind geschätzte Kollegen, sondern wir zitieren die Vorsitzenden ihrer Koalitionspartner und Parteien. Ich will jetzt gar nicht den Eindruck erwecken, dass wir gerade eine Einigkeit gehabt hätten in den letzten Tagen. Aber natürlich haben wir doch seit dem Kriegsbeginn wahnsinnig viel als Deutschland gemacht. Und ich finde übrigens auch, da sollten wir sehr schnell wieder hinkommen, dass wir über das Gemeinsame reden, dass wir nicht über das Trennende reden, dass wir zeigen, was die Bundesrepublik Deutschland macht, dass wir gemeinsam dafür sorgen, was in Europa auch vorangetrieben werden muss, um die Ukraine zu unterstützen. Es kann der Zeitpunkt kommen, wo die Amerikaner weniger tun oder vielleicht darüber sogar wegbrechen. Ja, ich will es einfach nur sagen. Und deswegen braucht es diese Einigkeit in Europa. Es braucht die Einigkeit, die von Deutschland ausgeht. Es braucht die Einigkeit im deutsch-französischen Bündnis. Das ist gerade wichtig. Und deswegen finde ich auch, muss jetzt Schluss sein mit einer internen Debatte, wie wir sie die letzten Tage hatten. Und dann eher der Fokus auf die Frage. Für dieses deutsch-französische Bündnis und dann eher der hat Fokus der Bundeskanzler auf die Frage, vielleicht wie auch wir die Ukraine nicht stärken. So viel Gutes getan. Ich glaube, dass sie, außerhalb von Berlin Klingbeil, keiner versteht, haben, welche Debatten hier gerade laufen. Das sagen Sie auch nicht zum ersten Mal. Sie haben sehr dafür gekämpft, im Oktober 22 verkünden zu können, dass es eine neue Sicherheitspolitik braucht, genau. Dass es nicht mehr eine Sicherheit in Europa mit Russland gibt, sondern nur noch eine Sicherheit vor Russland gibt. Und jetzt müssen Sie zum x-ten Mal im x-ten Interview diese Idee verteidigen, dass wir jetzt auch mal wieder über den Frieden reden müssten und dass wir diesen Konflikt einfrieren sollen. Aber das ist so kein Widerspruch. Okay. Also erstmal hat Rolf Mützenich nicht gesagt, wir müssen diesen Konflikt einfrieren. Er hat gesagt, wir müssen wir über diese Frage nachdenken. Auch reden. Und das ist legitim. Und die Russlandpolitik der SPD haben wir nach Kriegsbeginn komplett analysiert, aufgearbeitet und wir haben Beschlüsse gefasst, die nichts mehr zu tun haben mit der alten Russlandpolitik. Frau Ricarda Lang und wir unterstellt sind, Ihnen ja, das Gegenteil. Aber sorry, das ist etwas, ich habe mit ihr da persönlich auch drüber geredet, ich teile diese Kritik null. Aber ich möchte jetzt auch wieder, dass wir uns auf das Verbindende konzentrieren und dass wir nicht einen wochenlangen Streit jetzt in der Koalition haben über die Frage, machen wir die richtige oder falsche Ukraine-Politik, weil ich glaube, wir müssen uns darauf konzentrieren, wie wir die Ukraine unterstützen können. Trotzdem hat die SPD als einzige Partei in Deutschland, ich würde anderen Parteien raten, das auch zu tun, ihre Geschichte mit Russland aufgearbeitet. Und das und ist passiert. Sie verstehen und das trotzdem, dass ich Sie danach frage. Auf den Weg, es ist total legitim, dass Sie es fragen, aber ich erkläre, was wir gemacht haben. Sie haben ja am meisten falsch gemacht zu sagen, in der Geschichte. Aber zu sagen, also wir arbeiten wir auf, was passiert ist und wir wollen, dass die militärische Unterstützung weitergeht. Und trotzdem darf man auch über Frieden reden. Das ist kein Widerspruch. Mhm. Und die Frage ist, sind Sie sich dessen bewusst, dass natürlich ganz viel schon über diesen Frieden gesprochen wird? Das habe ich schon zweimal gefragt. Und aber Sie sagen, nicht Sie in, sind aber sich doch bewusst. Nicht in den Debatten Sie wissen im Deutschen auch, dass Bundestag. Verhandelt wird. Wir haben im Deutschen Bundestag natürlich eine Debatte über Wochen, auch mit dem Antrag zur Ukraine zum zweiten Jahrestag gehabt, in der fast ausschließlich die Frage war, tut Deutschland genug oder müssen wir noch ein Waffensystem mehr liefern? Aber das ist die Breite der öffentlichen Debatte in Deutschland, die wir haben.
haben. Und ich glaube, dass viele Menschen eine andere Debatte sich auch wünschen, weil sie am Ende auch an uns als Politik die Frage haben, wann kann es eigentlich Frieden geben und wie kann der erreicht werden? Machen Sie es wegen der Menschen oder machen Sie es wegen der Menschen in der Ukraine? Also machen Sie es für die deutsche Bevölkerung? Ich gebe mal frei Wenn Sie mir die Frage stellen, muss ich die auch beantworten können. Es ist eine große Leistung dieser Bundesregierung, also im Gegensatz zu vielen anderen Ländern, wir es seit Kriegsausbruch schaffen, dass wir konstant eine hohe Unterstützung für die Ukraine-Politik der Bundesregierung in diesem Land haben. Konstant. Es gibt viele Länder, in denen die Unterstützung weggebrochen ist. Ja. Und deswegen ist es doch die falsche Frage zu sagen, machten wir das für die Menschen in der Ukraine oder für die Menschen hier? Wir brauchen diese Geschlossenheit. Das ist doch genau der Satz. Für wen ist dieser Satz gedacht gewesen? Dieser Satz ist doch nicht gerichtet an die Politiker, die sowieso längst darüber nachdenken, ob verhandelt wird. Es ist auch nicht kein Satz gewesen in Richtung Ukraine. Das ist ein Satz gewesen rein in die SPD-Innenpolitik. Sie haben Anhänger in Ihrer Partei, die immer noch nicht möglicherweise auch nicht davon zu überzeugen sind, verstanden haben, dass in diesem Fall, so paradox es klingt, Friedenspolitik tatsächlich einhergeht mit Waffenlieferungen. Das gefällt niemandem, weil jeder etwas anderes anfangen kann, mit Geld als Waffen zu liefern. Das ist vollkommen klar. Aber dieser Satz, und deshalb müssen Sie sich das auch 93 Mal fragen lassen, weil Sie es bis jetzt immer noch nicht beantwortet haben, dieser Satz ist an Ihre eigene Partei gerichtet, wo es nicht klar ist und wo Sie beide Lager bedienen wollen, weil dieses eine Lager davon nicht überzeugt ist, was Sie tun. Das ist Ihr Pech, so ist Ihre Partei, die ist heterogen zusammengesetzt, ist ja auch in Ordnung, aber dann seien Sie doch auch so ehrlich und sagen, wir bedienen hier einen Teil dieser Partei, den wir noch nicht hinter uns haben. Und das Spannende muss man doch auch dazu sagen. Ich stimme Ihnen absolut zu. Und vor allem ist doch sehr interessant zu sehen, wer sich nicht äußert. Also Sie reden sich raus und sagen, ja, wir müssen hier ein bisschen und da ein bisschen. Und Herr Mützenich hat ja auch irgendwie recht. Es ist interessant, dass Sie sich in Talkshows setzen als Ausreden verstanden wird. Aber Herr Klingbeil, dass sich der Kanzler, den Sie ja als Klartextkanzler titulieren, bislang dazu noch gar nicht geäußert hat. Und ich kann Ihnen sagen, ich habe mit mehreren Politikern in Kiew gesprochen. Die sind erschüttert und fassungslos über das, was Rolf Mützenich dort im Bundestag gesagt hat. Und wenn Sie Ihre Politik ernst meinen, wenn Olaf Scholz seine Politik ernst meinen würde, dann hätte er sich davon erstens distanziert und zweitens hätte er klargemacht, dass für ihn eine Frage und eine Debatte des Einfrierens nicht in Frage kommt. Das hat er nicht getan. Er hat sich weggeduckt und Sie sitzen hier und versuchen, das schön zu reden, was Herr Mützenich nicht da gemacht hat. Und dieser Satz im Übrigen, der hat nicht nur für Erschütterung und Eskalation, also die Debatten in Kiew müssen sich anhören. Fahren Sie mal wieder hin. Da werden Sie erfahren, dass Ihnen dort die Leute sagen, wie kann das sein, dass diese SPD, die man ja am Anfang des Krieges kritisiert hat, heftig aus Kiew, wo man gesagt hat, das sind die alten Leute, die hinter Nord Stream standen, die dann gesagt haben, wir müssen irgendwie erstmal keine Waffen liefern. Dass jetzt wieder die gleichen Leute mit diesem Begriff hantieren und das ist gefährlich. Aber das ist doch eine gewollte, das ist eine gewollte Zweideutigkeit. Denn auf der einen Seite tut der Kanzler ja sehr viel für die Ukraine. Und das ist natürlich genau der Part, der den Gegnern dieser Politik in ihrer Partei nicht gefällt. Und dann kommt Herr Mützenich und bedient diesen anderen Part. Sie sind in amerikanischen Krimis, sagt man, good cop, bad cop. Mhm. So verstehe ich das. Also wenn ich, waren jetzt ganz viele Punkte dabei, aber ein Punkt, der mir sehr wichtig ist. Ich halte militärische Stärke und Diplomatie für keine Gegensätze. Ich habe hier zwei Seiten, die ich bedienen muss. Ich glaube, es geht um beides. Mhm. Es geht um die Frage, ob wir die Ukraine stark machen. Und das heißt Lieferung von Waffen. Und da gibt es ohne Wenn und Aber, steht die ganze SPD-Bundestagswahl. Lassen Sie mich bitte auch was sagen zu den Punkten, die Sie gerade gesagt haben. Darum geht es. Und diese Lieferung von Waffen, die muss weitergehen. Die muss dauerhaft sein. Wir brauchen Munition. Das ist alles sehr wichtig. Und trotzdem ist doch richtig, dass wir auch gucken, wo können wir diplomatische Initiativen stärken. Wie kann das? Ich halte zum Beispiel. Das müssen wir ja nicht gucken. Lassen Sie mich bitte. Wir haben hier mal gesessen und haben über die China-Reise des Bundeskanzlers geredet. Kommen wir auch noch dazu. Norbert Röttgen, der gesagt hat, das sei ein Skandal, dass der Bundeskanzler nach China reist. Ja, der Tenor war, jetzt verrät der Kanzler uns auch noch nach China. Heute wissen wir, wie wichtig das diplomatisch war, dass der Bundeskanzler nach China gereist ist, dass er sich mit Xi Jinping hingestellt hat, dass beide an Putin das klare Signal gegeben haben,
Kein Einsatz von Atomwaffen. Kein Einsatz. Und ich glaube, dass das zum Beispiel eine der zentralen Stellen noch ist, wenn wir Putin, den Druck auf ihn erhöhen wollen, dass wir den Druck auf China, dass wir die Gespräche mit China weiterführen, dass wir versuchen, China sozusagen wegzukriegen, auch von der Unterstützung Russlands. Das sind diplomatische Initiativen. Ja. Und das ist doch kein Widerspruch zu dem, was ich gesagt habe, dass wir die Ukraine weiter mit Waffen stark machen müssen. Ja. Das ist zumindest mein Ziel. Ich weiß, dass die SPD in Gänze dahinter steht. Für Verhandlungen, falls sie irgendwann kommen, müssen wir die Ukraine in eine starke Verhandlungsposition bringen. Und das geht in diesem Fall, wo man völkerrechtswidrig angegriffen wird, nur durch die Lieferung von Waffen. So, und dann ist die Frage, bekommt die Ukraine genug Waffen? Darüber reden wir gleich und fragen Frau Mohamed Ali. Frau Mohamed Ali, würden Sie sagen, man redet von Verhandlungen und man redet von einem Konflikt einfrieren und meint eigentlich, dass wir unsere Hilfe langsam zurückfahren? Wird damit Worten gespielt, die eben nicht nur verschiedene Gruppen erreichen sollen, sondern die auch verschieden interpretierbar sind? Na, das ist ja einmal die Frage, was man als Hilfe jetzt versteht. Also ich glaube, dass tatsächlich die militärische Unterstützung jetzt nicht zurückgefahren werden soll. So verstehe ich das auch, was da geäußert wird. Aber ich möchte an einer Stelle doch auch widersprechen. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass Rolf Mütze nicht mit dem, was er da gesagt hat, jetzt nur in die SPD gewirkt hat. Ich glaube, dass er da ehrlich gesagt auch vielen Menschen in der Bevölkerung aus dem Herzen gesprochen hat. Dass man natürlich auch darüber reden muss, wie dieser Krieg beendet werden kann und nicht nur darüber, wie er immer weitergeführt werden kann. Und wenn man, ich meine, wir haben ja schon häufiger auch hier über das Thema gesprochen und das Argument, dass man sagt, man muss es die Ukraine durch Waffenlieferung erstmal in die Lage versetzen, dass sie sozusagen eine bessere Verhandlungsposition hat. Mhm. Das ist ja jetzt schon sehr lange, dass dieses Argument geäußert wird. Aber die Realität ist ja eine andere. Die Lage für die Ukraine hat sich ja verschlechtert. Die steht militärisch und sagen wir, auf dem Schlachtfeld schlechter da als noch vor einigen Monaten. Die Offensiven sind gescheitert. Das heißt, dass man diesen Kurs weiter verfolgt und der Meinung ist, dass man durch weitere Waffenlieferungen die Ukraine aufmunitioniert und dass sie dadurch dann auf dem Schlachtfeld ernsthaft Siege erringt und man damit Russland unter Druck setzt. Ich glaube, dass man feststellen muss, dass das gescheitert ist. Und ich glaube, dass das tatsächlich nur dazu führt, dass das Leiden weitergeht und dass der Krieg länger dauert und immer mehr Menschen sterben. Jetzt dürfen Sie argumentieren, Herr Klingbeil. Oder gibt es diese neue Koalition, ich glaube, zwischen der BSW und der SPD sind meilenweite Differenzen bei diesem Thema. Und ich kann diese Erklärung, die ich auch von Oskar Lafontaine und anderen gehört habe, sagen, wir liefern ab morgen keine Waffen mehr und dann gibt es übermorgen Frieden. Das ist völlig absurd. Das habe ich ja nicht gesagt, Herr Klingbeil. Das ist doch die Argumentation der BSW, die wir auf dem Parteitag und an anderen Stellen erlebt haben. Wir liefern keine Waffen mehr und dann wird es schon zufrieden. Das heißt, wir würden unsere ukrainischen Freunde einem Kriegsverbrecher wie Wladimir Putin opfern. Doch, das ist genau die Position der BSW. Und das wird niemals die Position der Sozialdemokratie sein. Die Ukraine ist völkerrechtswidrig angegriffen worden. Sie hat das Recht, sich zu verteidigen. Dafür machen wir sie stark. Aber ich sage eben auch, am Ende wird es irgendwann zu Verhandlungen kommen. Das ist bei den meisten Kriegen so. Und dafür müssen wir die Ukraine stark machen. Warum hat der Bundeskanzler nicht ein anderes Wort gefunden als von Konflikt einfrieren reden, weil man natürlich, da können Sie jetzt wieder sagen, das ist eine Krankheit von Politikern und Journalisten und manchen Menschen in diesem Land, damit in erster Linie nichts Gutes verbindet, wenn man einen Konflikt einfrieren will. Warum hat der Bundeskanzler, warum hat Rolf Mütze nicht einen Waffenstillstand gesprochen? Das will ich vielleicht auch noch mal sagen, weil Herr Ronzheimer gesagt hat, der Kanzler hat sich nicht erklärt. Der hat gestern eine Regierungserklärung abgegeben. Also ich finde, es gibt kaum einen wichtigeren Ort, an dem der Kanzler sich erklärt. Steht der Kanzler hinter Mütze nicht, hinter dem Begriff? Ich kann nur noch mal wiederholen, was ich gerade gesagt habe. Ja, aber es gibt keine strittigen Punkte innerhalb der SPD. Die militärische Unterstützung. Steht Herr Scholz hinter dem Begriff einfrieren? Die beiden arbeiten eng zusammen. Steht Herr Scholz dahinter oder nicht? Ich weiß jetzt nicht genau, wer in der Moderatorenrolle hier gerade ist. Aber ich will nur sagen, der Weg der SPD ist völlig klar. Ich habe ihn gerade beschrieben. Da gibt es keine Differenzen. Da gibt es keine Differenzen zwischen dem Bundeskanzler und dem Fraktionsvorsitzenden. Aber er hat gestern sehr klar noch mal deutlich gemacht, der Weg der militärischen Unterstützung geht weiter. Und um darauf zu reagieren. Es gibt diese Unterschiede zwischen den politischen Parteien auch im Parlament. Aber wir hatten es bisher immer, und das ist eigentlich eine Stärke auch in Deutschland gewesen, dass es diese starke demokratische Mitte im Parlament gab, dass wir gemeinsam Sachen auf den Weg gebracht haben. Ja, das ist doch das, was am Ende auch für Putin
sozusagen mit den größten Druck erzeugt, wenn die Demokratinnen und Demokraten hier im Parlament zusammenstehen. Und deswegen habe ich gerade gesagt, da würde ich gerne sehr schnell wieder hinkommen. Da waren die letzten Tage nicht gut. Wusste der Bundeskanzler von dieser Rede, Herr Klingbeil? Nee, wir schicken uns unsere Reden nicht gegenseitig vorher zu. Der Bundeskanzler war überrascht, offensichtlich auch überrascht. Mützenich ist der Fraktionsvorsitzende und darf seine Rede selbst halten und muss die nicht vorher freigeben lassen. Ich wusste, dass er redet. Ich wusste, dass er sicherlich eine sehr kluge Rede halten wird. Aber er hat sie mir vorher auch nicht zum Korrekturlesen gegeben. Ja. Das machen wir auch gegenseitig. Wir sind noch mal unbedingt mit Leonid Volkov verbunden und fragen ihn, Herr Volkov, das ist nun tatsächlich eine innerdeutsche Debatte mit ganz viel außenpolitischen Bezügen. Denken Sie, dass Wladimir Putin momentan und in den nächsten Wochen und Monaten irgendein Interesse hat, sich ausgerechnet mit der Konfliktpartei, und darauf zielt der Vorschlag von Rolf Mützenich ja ab, also mit den Ukrainern an einen Tisch zu setzen und eine Art Minsk III zu erfinden? Nein, offensichtlich nicht. Und das Begriff Einfrieren finde ich, ich würde mal verzeihen, so ein bisschen sinnlos, weil man kann etwas nicht einseitig einfrieren, und Putin ist natürlich für keinen Waffenstillstand oder sowas überhaupt bereit. Man kann mit Putin erstens, man kann mit Putin nicht verhandeln, weil Putin hat schon einen sehr langen Track Record, in dem er nicht seinem Wort verfolgt und nicht macht, was er so nach einer Verhandlung untergeschrieben hat. Russland hat viele Dokumente in den letzten Jahren untergeschrieben, aber nie erfüllt. Doch laut diesen Dokumenten gehandelt. Aber zweitens, und das ist in Verbindung mit diesen komischen Wahlen, ich habe noch eine Hand für diesen Klammern, mit diesen komischen Wahlen, Putin glaubt sehr an diese 87%. Keiner glaubt, die Meinungsumfragen von den staatsgetriebenen Meinungsumfragenbüros zeigen, dass nur 54% der Russen diese Wahlen als echt halten. So, die viele davon, die für Putin die Stimme gegeben haben, verstehen, dass die Wahl total gefälscht war. Putin glaubt aber daran. Man sah, wie er nach seinem Siegankündigung strahlte, wenn er geredet hat. Und da er glaubt, dass er jetzt so ein Mandat hat, so weiter zu kämpfen, mehr Menschen zu mobilisieren, mehr Soldaten zu mobilisieren, Steuer zu erhöhen, um mehr Munitionen zu erzeugen und so weiter und so weiter. Er ist jetzt genau nicht an dem Standpunkt, wo er ein Einfrieren betrachten könnte. Und das macht die ganze Debatte sinnlos. Und wenn man, Paul Ronsheimer, auf die westliche Kraft und Stärke schaut, jetzt haben wir ein bisschen über Europa geredet und noch zu wenig über die USA. Die 60 Milliarden, die Joe Biden der Ukraine zur Verfügung stellen wollte, stehen immer noch aus. Wie groß ist Ihre Sorge, Ihre journalistische Sorge, dass die auch in den nächsten 14 Monaten, in den nächsten 14 Tagen schon mal gar nicht, aber bis erst eben dann frühestens nach der US-amerikanischen Wahl kommen? Immer mehr in der Ukraine stellen sich darauf ein, dass gar nichts kommen könnte. Das war schon so, als ich dort war vor 2 Wochen, dass man Notfallpläne hat. Und Sie müssen sich das so vorstellen, da sind an der Front dann Ukrainer, die man normalerweise mit Artillerie und mit Artilleriemunition hantieren würden, können sie nicht mehr. Sie versuchen sich dann verzweifelt mit selbstgebauten Drohnen zu verteidigen, mit denen sie dann die Russen angreifen. Aber natürlich haben die russischen Kräfte momentan eine Übermacht, sowohl was Artillerie angeht, was sehr gefährliche Gleitbomben angeht, was alle Materialien angeht. Denn anders als wir hat es Russland geschafft, mit Partnern wie Nordkorea oder dem Iran alles zu umgehen und eben Material aufzubauen und dorthin zu schaffen. Und Sie erleben, ich fahre ungefähr alle 3-4 Wochen hin. Und jedes Mal, wenn ich wieder dort bin, erlebe ich, dass die Lage schlechter geworden ist, dass die Leute deprimierter geworden sind, dass an der Front die Ukrainer sagen, wie kann das sein, dass ihr das in Europa nicht schafft, in den USA aber auch nicht schafft, uns so viel zu geben,
dass wir uns verteidigen können. Die Soldaten sagen, wir brauchen euch nicht, wir wollen keine Bodentruppen aus dem Westen, aber wir wollen und brauchen Munition. Und wie kann das sein, dass diese westliche Welt, die so modern ist, das nicht schafft? Marina Weißbrand hat in einer unserer Sendungen zuvor gesagt, dass die Ukrainer jetzt verstanden haben, dass sie zum Sterben zu viel und zum Leben zu wenig bekommen. Und dass es nicht wenige gibt, die sich fragen, ob man nicht besser früher mit Putin verhandelt hätte, als jetzt zu wissen, dass man wahrscheinlich mit Trump verhandeln muss? Es kommt darauf an, wen Sie fragen. Wenn Sie an der Front sind, dann sagen die Soldaten, wenn wir das hier nicht verteidigen, dann wird das nächste Dorf angegriffen, die nächste Stadt, wo meine Mutter, meine Tochter leben könnte. Wenn Sie mit politischen Analysten sprechen, dann gibt es natürlich einige, die sagen, Ende 22 war die Situation für die Ukraine besser. Da gab es Gebiete, die zurückerobert wurden. Da gab es etwas, worüber man hätte sprechen können. Jetzt ist die Ausgangssituation sehr schlecht. Und wir haben ja gehört, was Putin dazu gesagt hat. Und wenn wir uns erinnern, ganz zu Anfang, kurz nach der Invasion, kam Präsident Zelensky mit einem Friedensvorschlag. Dieser Friedensvorschlag wurde Ende Februar, Anfang März tatsächlich bei Friedensverhandlungen, damals noch in Belarus, auf den Tisch gelegt. Er hat dort 3, 4, 5 Wochen gelegen. Putin hat davon keine Notiz genommen. Und Präsident Zelensky ist ein riesig großes Risiko eingegangen, denn er hat Friedensverhandlungen angeboten und vorgeschlagen, die beinhaltet hätten Neutralität der Ukraine und der Verzicht auf die NATO-Mitgliedschaft. Damit hat er etwas gemacht. Da ist er so weit vorgegangen. Paar Ronsheimer hat es gerade gesagt, das war durchaus nicht Konsens in der ukrainischen Gesellschaft. Er wollte das Blutvergießen verhindern. Und er hat damit oder hätte damit möglicherweise gegen die eigene Verfassung verstoßen. Denn in der ukrainischen Verfassung steht das Ziel NATO-Mitgliedschaft. Er ist also ein riesiges, großes Risiko eingegangen und er wurde nicht erhört in Moskau. Und es ist wirklich eine Lüge, die hält sich hartnäckig, dass es die Ukraine gewesen sei, die die Verhandlungen abgebrochen hat. Das war mitnichten so. Das war Russland, das die Verhandlungen abgebrochen hat, diesen Vorschlag nicht aufgegriffen hat. Das ist eine Ihrer Argumentationen auch, Frau Mohamed Ali. Nochmal die Frage, worauf würden Sie denn heute hoffen, damit wir die Auseinandersetzung nicht nochmal führen? Also Naftali Bennett hat sich dazu ja auch geäußert und hat gesagt, anschließend Kambodscha, das ist alles... Von Selenskys Partei hat sich dazu ja auch geäußert. Es ist alles durchargumentiert. Ja. Gucken wir nach vorne und sagen, wie sähe denn heute Ihr Friedensplan aus? Also es ist nicht an mir festzulegen, wie die Ukraine sich einen Friedensplan vorstellen könnte. Das weiß ich nicht. Aber was ich sehe, ist, dass wir unbedingt raus müssen aus der militärischen Logik. Mhm. Zu glauben, dass die Ukraine diesen Krieg auf militärischem Wege gewinnen kann, ist irreal. Das ist eine irreale Vorstellung. Der Bundeskanzler wird von vielen beschrieben als ein Bundeskanzler, der bedächtig ist. Andere sagen, der deutlich zögerlich war, der dann mit Joe Biden eine Politik wählte, die immer erst Schritt für Schritt und nach Waffen lieferte, die die Ukraine tatsächlich in die Tat setzte, eben sich zu wehren in diesem Krieg. Glauben Sie denn, dass es ein Fehler war, dass Deutschland an der Seite der Amerikaner stand und steht? Nun, ich glaube, dass man an vielen Stellen hätte viel früher versuchen müssen, Verhandlungen zu beginnen und die Ukraine in eine bessere Situation zu bringen. Aber ich habe es gerade gesagt, Ich würde auch gerne mal die Gelegenheit haben, einen Gedanken mal zu Ende auszuführen. Sie haben mich ja was gefragt. Sie haben ja gefragt, wie ich mir das vorstellen würde. Nun ist es so, dass im Moment die Situation für die Ukraine schlechter ist, als sie schon mal war. Das ist leider die Situation. Das ist so. Und Russland muss mit internationaler Unterstützung dazu bewegt werden, sich bereit zu machen für eine mögliche Verhandlung. Es gibt ja Länder, die das anbieten. Die Türkei hat das angeboten, zum Beispiel da den Boden dafür zu bereiten und dass dort auch Gespräche stattfinden müssen. Und ich sage, dass man diese Initiativen muss man unbedingt unterstützen und versuchen, als erstes einen Waffenstillstand und dann Friedensgespräche zu führen. Man muss das konsequent unterstützen. Man könnte auch, und das wäre ja auch eine Möglichkeit, das heute zu machen, zu sagen, wir knüpfen weitere Waffenlieferungen an die Bedingung, dass man sagt, wir verzichten auf Waffenlieferungen, wenn Russland bereit ist, erstmal einen Waffenstillstand zu machen. Das wäre ja auch eine Möglichkeit, bei der man rangehen könnte. Aber man muss über diese Dinge sprechen. Aber es wird, und das erlebe ich halt auch so auch hier, es wird immer davon gesprochen, die Unterstützung der Ukraine besteht vor allem darin, sie militärisch zu unterstützen, obwohl wir wissen,
dass militärisch ein Sieg nicht erfolgen kann. Aber manchmal braucht man militärische Hilfe, um einen echten Frieden zu erzielen und eben nicht nur einen Konflikt einzufrieren. Wir sind bei der Frage nach Joe Biden. Joe Biden hat momentan eine echte Not. Mhm. Diese 60 Milliarden sind den Republikanern nicht zu entlocken. Mhm. Gegebenenfalls dauert das bis zum Wahltag im November. Da ist Herr Ronsheimer nicht der Einzige, der das befürchtet. Und dann ist Rolf Mützenich vielleicht derjenige, der jetzt schon darauf vorbereitet, dass wir irgendwann die Fahne hochheben werden? Also die Fahne hochheben ist ja ein Kapitulieren. Und sagen das werden, dass unsere Hilfe begrenzt ist? Ein kurzer Punkt noch, weil mir der wichtig ist von gerade. Weil jetzt getan wurde, als ob es nie diplomatische Initiativen noch gegeben hätte. Ich will nur daran erinnern, dass vor Kriegsbeginn Olaf Scholz, wir erinnern uns an diesen langen Tisch, dass Emmanuel Macron, dass alle bei Putin waren, ihm umfassend noch mal auch Angebote gemacht haben. Sie haben es gerade erwähnt, auch die Frage NATO-Mitgliedschaft und gibt es eigentlich eine Garantie? Putin wollte diesen Krieg, um das einmal klar zu sagen. Putin hat das gewollt. Und es ist nicht so, dass man da irgendwie reingerutscht ist oder dass beide irgendwie Verantwortung dafür tragen. Putin hat das gewollt. So, das will ich einmal nur von meiner Seite sehr deutlich sagen. So, und jetzt zur Frage Joe Biden und USA. Rolf Mützenich? Nein, will er nicht. Das und ich Ende glaube eines sogar, Krieges einläuten. Ich glaube sogar, dass wir in dem Moment, wo die USA wegfallen, was ich nicht hoffe, ich hoffe jeden Tag, dass die Amerikaner so entscheiden, dass Joe Biden im Weißen Haus bleibt. Ich habe selbst mit Republikanern am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz geredet. Da kann man nicht alle in einen Topf werfen. Ich glaube, es gibt auch einige zumindest auf der republikanischen Seite, die genau wissen, warum das wichtig ist, dass wir da unterstützen. Das wird jetzt gerade zum innenpolitischen Spielball, zum Wahlkampfspielball auch diese Unterstützung für die Ukraine. Aber es gibt auch in der Tat welche, die das aus völliger Überzeugung inhaltlich auch ablehnen. Aber es kann auf uns in Europa auch die Frage zukommen, leisten wir noch mehr? Und da müssen wir dann bereit sein, auch das zu tun. Bin ich fest von überzeugt. Wir werden hier in Deutschland reden müssen über die Frage, wie machen wir das mit der Finanzierung. Aber die haben ja bestimmt aber die USA können wir nicht ausgleichen. Nein, natürlich möglich. Können wir nicht komplett ausgleichen. Ja, die, aber es ist doch auch in unserem eigenen Interesse als Deutschland. Ich will eine Sache Ihnen noch mal sagen. Es ist ja nicht einfach nur die Frage, ob dieser Krieg irgendwann mal vorbei ist. Wladimir Putin, bin ich fest von überzeugt, hat eine Großmachtsfantasie. Das war doch der Fehler, den wir 2014 gemacht haben. Dass wir gedacht haben, dann ist das irgendwie vorbei, dann hat er die Krim und dann ist Schluss. Und das war der Fehler. Er hat weitergemacht und er wird auch jetzt wieder weitermachen, wenn man ihm nicht ein klares Stoppschild setzt. Und ich sitze mit den Kollegen aus dem polnischen Parlament zusammen, ich sitze mit den Kollegen aus dem Baltikum zusammen und die sagen mir, wir sind die Nächsten, wenn Europa, dann ist wenn Europa noch nicht die richtigen Konsequenzen. Das ist die Frage, die wir Herrn Volkov noch mal stellen. Herr Volkov, die Litauer haben, das haben Sie beschrieben, die haben auch Respekt vor Putin, um nicht zu sagen, auch Angst. Sie ziehen nur andere Schlüsse daraus? Nee, okay, in Litauen sagt man, wir haben ja darüber schon gesprochen in 2014 und vorher auch, und man hat uns in Europa nicht genug zugehört. Das sagen die litauischen Politiker, und ich kann nur sagen, dass sie wahrscheinlich auch recht hatten. So, Angela Merkel hat in 2014 nach der Annexion der Krim gesagt, Putin habe den Bezug zur Realität verloren. He's not in touch with the reality. Das war eine sehr richtige Diagnose, aber eine Diagnose ohne Behandlung, ohne Arzneimittel, das ist ja eine schlechte Idee. Und Putin ist dann für die nächsten 8 Jahre unbehandelt geblieben und seine Distanz von der Realität hat nur vergrößert in diesen Jahren. Wir alle sehen jetzt die Konsequenzen. Ja. Auch Olaf Scholz spricht ja von dem großen imperialen Plan. Also ja, Putin hat einen imperialen Plan und wir? Putin braucht den Krieg. Putin braucht den Krieg, weil er ihn zum Machterhalt braucht. Der Krieg ist genau dieses Instrument. Ein Krieg hat immer einen Gegner, einen äußeren Feind. Mhm. Und dieser äußere Feind versammelt die russische Bevölkerung hinter dem Präsidenten. Putin hat durch diesen Krieg also immer eine ganz große Unterstützung. Sobald Putin von Krieg redet, steigen seine Umfragewerte. Ja. Und der Krieg gibt ihm zugleich noch ein Mehr an Macht, das er ohnehin schon hat. Er kann ein Kriegsrecht
de facto durchsetzen. Er hat es ja in Russland nicht ausgerufen. Aber das, was wir sehen, was wir auch bei den Wahlen gesehen haben und seit 2 Jahren sehen, ist ein Kriegsrecht im Land. Niemand darf irgendeine Art von Kritik äußern. Es gibt keine Versammlungsfreiheit, Pressefreiheit und so weiter. Und das noch mal unter dem Kriegsrecht. Es geht alle Kraft in die Kriegswirtschaft, nicht mehr in das zivile, also das zivile Leben hat überhaupt keine Priorität mehr. Das heißt also, Putin ist mit Krieg auf dem Zenit seiner Macht. Mhm. Und deshalb wird er nach der Ukraine einen neuen Kriegsschauplatz suchen, wenn er daran nicht gehindert wird. Und das ist, glaube ich, etwas, was in Europa noch nicht jeder verstanden hat. Das ist auch für Putin mit der Ukraine dann nicht vorbei, wenn wir als demokratische Länder ihm nicht wirklich Grenzen aufsetzen. Und das heißt zum Beispiel in der Ukraine, wer Verhandlungen über einen Waffenstillstand vorschlägt, das kann man machen, der muss Sicherheitsgarantien mit dazu verhandeln. Denn dieser Waffenstillstand muss eingehalten werden, der muss geprüft werden. Und das ist ja genau diese Erfahrung. Auch eine bittere Erfahrung der baltischen Staaten von 1949. Ja, ganz genau. Und aber auch von Minsk. Mhm. Das große Manko an Minsk war, da gab es, ich glaube, 60 Waffenstillstände. Keiner ist eingehalten worden. Mhm. Er ist immer wieder gebrochen worden. Und damit ist ein Waffenstillstand nichts wert. Den kann man verhandeln, aber es muss die Sicherheitsgarantien geben, die dann auch jemand bereit ist, durchzusetzen. Da haben Sie vollkommen recht. Ja. Nochmal eine Frage an Herrn Volkov. Putin hat, und das tut er auch seit Beginn des Krieges, immer mit dem Atomknopf gedroht. Er hat die Politiker überall in der Welt sehr beeindruckt damit. Viele Oppositionspolitiker sagen auch hierzulande, das war immer Bluff. Was sagen Sie? Glauben Sie, dass Wladimir Putin atomare, taktische Atomwaffen einsetzen wird? Ja, erstmals glaube ich, das ist ein Bluff. Und zweitens, und wäre es nicht okay, wenn wir diesen Atomwaffenargument so ins Spiel einnehmen, dann haben wir verloren. Weil wir haben ja kein Kontrargument dazu. Dann, wenn er sagt, so, sie geben mir das, das und das, so Ukraine, so Kiew oder Odessa, oder drücke ich den Atomknopf und was können wir sagen? Okay, dann sagt er, geben Sie mir Litauen, geben Sie mir Polen oder sowas. So, die einzige Möglichkeit, wenn Putin so ein Argument benutzt, ist, das nicht zu betrachten. Weil wenn wir das betrachten anfangen, dann ist Schluss. Ja. Glauben wir, da sind wir, Herr Ronsheimer, noch mal bei der Frage, glauben wir, dass wir dann irgendwie verschont würden, wenn wir da jetzt vorsichtiger sind als Deutschland in unserem Zögern? Nein, das denke ich nicht, denn man muss sich ja nur anschauen, wie seit Beginn des Krieges berichtet wurde. Völlig unabhängig von allen Diskussionen wurde in allen Propagandasendungen immer mit Angriffen auf Berlin diskutiert. Also Berlin stand immer im Zentrum, egal welche Waffendiskussion wir geführt haben. Das war bei den Leopards so, da erlebe ich es, wie viele Politiker damals gesagt haben, um Gottes Willen, was würde passieren, wenn deutsche Panzer auf russische Panzer schießen, aus ihrer Partei ganz besonders, das würde dann unfassbare Konsequenzen haben. Es hatte keine Konsequenzen. Ähnlich war es mit anderen Waffensystemen. Deswegen war ich so erstaunt über die Debatten, die dann rund um den Taurus oder die Taurus-Waffe folgten. Was wir sagen müssen zu der Bedrohung, also wenn wir über eine taktische Atomwaffe sprechen, das ist etwas, was immer wieder in der Diskussion war, auch als ich dort von der Front berichtet habe. Und wie es hat eine Situation gegeben, von der Herr Klingbeil auch schon sprach, Oktober 22, das wissen wir jetzt auch durch die Kollegen der New York Times noch mal bestätigt, da waren offensichtlich Joe Biden und Olaf Scholz zusammen oder Olaf Scholz dank Joe Biden informiert darüber, dass es eine nicht nur Drohung, sondern eine Bedrohung gab, weil die Gebietsgewinne es war offenbar so groß waren. Genau, es war so, im Oktober hat die Ukraine insbesondere im Osten sehr viele Städte zurückerobert. Ich war damals dort, man hat unzählige Dutzende tote russische Soldaten dort in den Wäldern gesehen. Und das waren für Putin Bilder, die er sich nicht hätte vorstellen können. Die Ukraine gewinnt plötzlich massiv Gebiete zurück, verteidigt nicht nur Kiew, sondern geht dort voran. Was ist dann in Frage dieser Bedrohung passiert? Was ich höre aus meinen Quellen ist, dass es tatsächlich nicht nur
Diskussionen dazu gab, sondern mögliche Vorbereitungen auch, was auch ein Bluff sein kann. Aber wir müssen das klar benennen. Also es waren nicht Funksprüche alleine, sondern eben Vorbereitungen offenbar. Und es gab dann noch eine weitere Situation, die offenbar zusammenhing mit der Bombardierung der Moskwa. Das war ein Schiff, ein großer Kreuzer. Also immer dann, wenn Putin in Bedrängnis schien. Warum hat er das nicht gemacht? Ich glaube nicht, weil Olaf Scholz nach China gefahren ist. Ja, also da, dass die Chinesen nicht wollen, dass Russland eine taktische Atomwaffe einsetzt. Dafür brauchen sie nicht Olaf Scholz. Es hätte andere Konsequenzen gehabt. Erst einmal der Glaube daran, dass die Ukraine aufhören würde zu kämpfen, weil eine taktische Atomwaffe eingesetzt wird, ist absurd. Es würde zum Gegenteil führen, auch wenn sie dort mit Soldaten sprechen. Und es hat militärisch nicht diese entscheidende Bedeutung. Es hätte dann natürlich Konsequenzen gegeben und die Frage, was hätten die USA, Europa und so weiter gemacht. Ja. Aber Putin wusste, dass die Konsequenzen größer sind als das, was er damit hätte erreichen können. Und wir sind dann dennoch noch mal bei der Frage, dass wir ja eben nicht nur von einem blöffenden Wladimir Putin ausgehen, sondern dass es auch aus der Sicht von Joe Biden eine realistische Gefahr gegeben hat, weshalb er damals diese Armageddon-Rede hielt und offensichtlich Olaf Scholz dem Spiegel auch Interviews gab und einen Atomkrieg vermeiden wollte. Und Putin wiederum diese vier Oblast zu russischem Territorium erklärte, um dafür zu sorgen, dass, wenn man die angriff oder schützen würde, dass das dann ein Angriff auf russisches Territorium war. Also heute könnte man sagen, war das tatsächlich eine sehr bedrohliche Situation für die Welt? Es ist die Frage, was man bedrohlicher findet. Ob Wladimir Putin den Krieg gewinnt oder ob die Ukraine gewinnt. Also meine Analyse wäre, für uns alle ist es sehr viel gefährlicher, Angst zu haben vor Wladimir Putin, Angst vor dieser taktischen Atomwaffendiskussion zu haben, Angst überhaupt zu haben. Ja. Denn das bedeutet ja am Ende, dass wir ihm entgegenkommen und in diese Fallen reingehen. Das ist ja das psychologische Problem dabei und was wir nie verkennen dürfen. Dass natürlich das theoretisch auf dem Tisch liegt, ist ja vollkommen klar. Es ist eine Atommacht, das wussten wir aber oder wissen wir seit Jahrzehnten. Aber wir wissen aber eben auch, dass diese Waffe von Putin ganz genau deshalb eingesetzt wird, um Angst zu erzeugen. Ja. Und damit hat die Waffe ihren Zweck schon erfüllt. Denn wer Angst hat, ist nicht mehr rational. Ja, Klingbeil, aber interessant, wenn das tatsächlich bestätigt ist oder zu bestätigen ist, dass auch Olaf Scholz mitgeholfen hat, eine atomare Auseinandersetzung auch mit dieser Reise nach China zu verhindern in der Welt. Darauf hob Rolf Mützenich ja auch ab in seiner Rede im Bundestag. Warum wird es dann nicht viel vehementer von der Koalition verkauft? Warum sind Sie nicht, warum ist er, Olaf Scholz, damit nicht viel offensiver umgegangen? Vielleicht sollte man noch nicht alles erzählen, was hier im Hintergrund läuft. Und vielleicht ist das genau der Punkt, der in einer deutschen Öffentlichkeit ja auch wahnsinnig Angst macht und der vielleicht dazu führt, dass man Unterstützung, die wir gerade haben, dass die auch verloren geht. Also nochmal, ich habe auch durch den New York Times Artikel davon erfahren. Übrigens war das der gleiche Tag, an dem Toni Hofreiter und Norbert Röttgen einen Artikel gemeinsam veröffentlicht haben, wo sie dem Kanzler, also wo man sich lustig drüber gemacht hat, dass der Kanzler damals von dieser Möglichkeit eines Atomwaffeneinsatzes geredet hat. Also das zeigt eben auch, und das ist eigentlich der Wunsch, den ich habe, dass wir Debatten anders führen, als immer nur so verkürzt, so zugespitzt, so polarisiert. Ja, dass man einfach sagt, es gibt diese unterschiedlichen Szenarien. Ja. Und ich finde übrigens auch, wenn man sagt, das ist eine Möglichkeit, Herr Ronsheimer, das heißt ja nicht, dass man das mit Angst gleichsetzt. Also Besonnenheit und damit umzugehen und in Szenarien zu denken, heißt ja nicht, dass ich Angst davor habe. Und ich glaube, das kann man jetzt nach 2 Jahren sagen, dass diese Bundesregierung abgewogen hat, dass der Bundeskanzler abgewogen hat. Aber wir haben am Ende konsequent gehandelt, aber nie mit Angst vor Putin. In der Zwischenzeit könnte aber die Ukraine Territorium verlieren. Es besteht die reale Gefahr, die realistische Gefahr, dass es Durchbrüche gibt. Auch das wird offensichtlich leider schon durchgespielt, dass die Russen so stark sind und in Mann und Material so Übergewicht haben, dass sie diese Grenze durchbrechen könnten. Und was machen wir eigentlich dann? Was macht die Bundesregierung jetzt, dann? Wir müssen jetzt schnell bei der Munition vorankommen. Also das sagen wir seit Monaten. Ja, das sagen, aber also Sie. In Deutschland passieren aber Sachen. Naja, also erstmal, das will ich einmal schon, also Artilleriemunition. Ich
Sie werden es wissen, Herr Ronsheimer, die kann man nicht mal eben produzieren. Aber wir haben die Fabriken hochgefahren, wie heute der Europäische Rat, der ja nochmal auch die Finanzierung. Wir haben jetzt endlich auch mit Frankreich den Durchbruch große Initiative geschafft, endlich kaufen, auch von Drittstaaten einzukaufen. Das hat ja ein bisschen an unseren französischen Freunden auch gehangen. Das ist jetzt Gott sei Dank gereicht worden. Heute jetzt auch dann die Möglichkeit, noch mal aus den Zinsen des russischen Vermögens weiter einzukaufen. So, das sind alles wichtige Initiativen. Ich sehe, dass wir gerade in eine zeitliche Lücke reinlaufen. Mhm. Das hat ist Herr Ronsheimer beschrieben. Nein, aber trotzdem fahren wir in Deutschland und auch in vielen anderen europäischen Ländern gerade die Munitionskapazitäten hoch. Mhm. Aber ich will gar nicht abstreiten, dass es gerade eine Lücke gibt. Also, und da habe ich wirklich eine Frage. Ich habe mir die Frage gestellt, als SIPRI diesen Rüstungsbericht veröffentlicht hat. Und, SIPRI ist das Friedensforschungsinstitut. Ist das Friedensforschungsinstitut, genau, was das jährlich tut. Also wer steht in der Liste der Export? Immer noch Rüstungsgüter. Wir und überhaupt europäische Länder produzieren sehr viel Rüstung, verkaufen sie in sehr viele Länder. Und ich frage mich, warum werden Rüstungsgüter, die so dringend für die Ukraine gebraucht werden, in Drittländer exportiert? Warum? Haben Sie eine Antwort darauf? Ich habe die nicht gefunden. Ich weiß, dass die Bundesregierung bei den Dingen, über die sie entscheiden kann, priorisiert hat in Richtung Ukraine. Ob es andere Verträge gibt, ob es andere Lieferungen gibt, das kann ich Ihnen nicht beantworten. Aber müsste man da nicht rangehen politisch? Das kann doch nicht sein, dass die Ukraine sozusagen am ausgestreckten Arm verhungert. Das sind ja manchmal keine Verträge zwischen Staaten, sondern manchmal zwischen Unternehmen aus Deutschland und Staaten. Aber ich kann Ihnen nur sagen, es gibt eine Priorisierung, die vorgenommen wurde in der Bundesrepublik, was die Ukraine angeht. Das war doch ein Riesendurchbruch. Jedenfalls wurde er so gefeiert, dass als der tschechische Präsident gesagt hat, wir kaufen jetzt endlich mal Artilleriemunition weltweit, wo immer wir sie kriegen. Warum exportieren wir in einer solchen Zeit Rüstungsgüter? Ich kapiere es nicht. Ich frage es noch mal. Es ist eine gute Frage. Herr Klingbeil wird sie mitnehmen, sagt man, glaube ich, im politischen Jargon und uns dann vielleicht in der nächsten Sendung beantworten. Was ist unser Ziel, möchte ich gerne noch wissen. Was ist das Ziel, das es jetzt in der Ukraine zu erreichen gilt? Die Grenzen von 1991, das wird die Ukraine nicht mehr erreichen. Wohin denken Sie sich dieses Land? Kissinger hat gesagt, eine Ukraine, die eben den Donbass hergibt und aber wenigstens Mitglied der NATO wird. Das ist schon mal nicht Ihr Modell. Also jetzt muss man ja unterscheiden zwischen dem, was man sich wünschen würde, was man für gerecht hält und das, was man für realistisch hält. Natürlich würde ich mir wünschen, dass dieser Krieg morgen endet und Russland abzieht und die Ukraine in Freiheit leben kann. Das würde mir mein Wunsch. Aber ich halte das nicht für das. Von 1991? Aber ich halte das nicht für ein realistisches Szenario. Ja. Ich halte für ein mögliches Szenario, dass die Ukraine einen neutralen Status akzeptiert, ausgeschlossen wird, dass sie in die NATO geht. Natürlich in Verbindung mit Sicherheitsgarantien. Das ist vollkommen klar. Auch Sicherheitsgarantien auch von einem Land, das die Ukraine akzeptiert. Und ich persönlich, ich meine, ich würde es mir auch anders wünschen, aber ich glaube, dass so etwas wie, dass die Krim wieder ukrainisch wird, ich glaube, ich halte das für ausgesprochen unrealistisch, dass das so sein wird, ehrlich gesagt. Herr Ronsheimer, worin besteht jetzt das Ziel? Das Ziel besteht darin, dass die Ukraine erstmal so viel Munition und so viel Waffen bekommt, wie sie schon lange gebraucht hätte. Denn ich teile die Analyse nicht, dass die Ukraine nicht gewinnen kann. Das Problem ist, dass viele Waffen, viele Systeme so spät geliefert wurden, dass Russland sich zum Beispiel auf eine Gegenoffensive vorbereiten konnte. Waren Sie dort? Oder? Nein, ich war nämlich dort und habe das gesehen. Die Ukraine hat doch viel weniger Soldaten. Alleine deswegen. Also, ich teile das nicht, dass die Ukraine nicht gewinnen kann. Es wird sehr, sehr viel schwieriger. Man muss die Ukraine jetzt in einen Zustand bringen, dass sie wieder stärker wird. Es braucht dringend Mobilisierung. Und ich glaube, wenn es diese gibt und entscheidend weitere Waffensysteme, dann können sie Gebiete wieder zurückgewinnen. Ja, da glaube ich fest dran. Selenskyj ist natürlich nun auch in einer doppelt furchtbaren Situation. Mobilisierung hat ihm der ehemalige Verteidigungsminister öffentlich vorgeworfen, hätte er viel früher machen müssen. Soldaten fehlen vor allen Dingen. Die sind jetzt seit 2 Jahren an der Front, hat Frau Mohamed Ali gerade gesagt. Worin besteht da irgendeine Lösung? Es braucht die Mobilisierung, da führt kein Weg dran vorbei. Wenn es diese Mobilisierung nicht gibt, dann kann sich die Ukraine nicht wehren. Und ich teile das, was Sie gesagt haben, und glaube, dass das ein großes politisches Problem für Selenskyj ist. Und er wird sich entscheiden müssen, was er am Ende will. Es wird ihn Popularität kosten.
Aber es gibt dazu aus meiner Sicht keine Alternative. Die Mobilisierungsmöglichkeiten, die Russland hat, und da werden Sie mir ja zustimmen, sind aber viel größer, als die Ukraine sie hat. Das ist ja nur einfach so, das Land ist ja viel größer. Das ist richtig, aber es ist eben nicht ausschließlich entscheidend, wie viele Soldaten dort so sind. Sondern aber das ist ein sehr wichtiger Faktor. Aber wenn wir uns das anschauen, was die Ukraine eben angesichts ihrer beschränkten Mobilisierungsmöglichkeiten machen möchte, und diesen Weg schlägt sie ein, und zwar mit sehr viel Erfindergeist, nämlich Waffen, kluge Waffen zu konstruieren, einzusetzen, die sehr, sehr viel weniger Menschenleben kostet, weil sie auf Distanz eben zum Beispiel Drohnen aller möglichen Arten, also nicht nur in der Luft, sondern auch am Boden und so weiter einsetzt. Und Sie sind ja sehr erfinderisch, Sie haben eine unglaubliche Start-up-Szene und Computerspezialisten. Sie sind klug dabei, Ihre eigenen Waffen zu erfinden. Und dieses Vertrauen kann man dann schon haben. Das bezweifle ich nicht, aber trotzdem sagen Militärexperten auf der ganzen Welt, dass die Ukraine diesen Krieg militärisch nicht gewinnen kann. Und ein Faktor dafür sind auch wirklich viel zu wenig Soldaten. Es ist ja klar, dass sie das nicht mobil machen. Das geht ja nicht. Die Ukraine ist viel kleiner, hat viel weniger Menschen. Das ist ja gar nicht möglich, gegen Russland da anzugehen. Aber wenn tatsächlich auch unsere Demokratie und unsere Freiheit in der Ukraine verteidigt wird, Herr Klingbeil, und heute Herr Selenskyj auf dem EU-Gipfel in Brüssel sagt, dass es für Europa beschämend ist, wie wenig Unterstützung aus den europäischen Ländern kommt, dann haben Sie schon gesagt, dass wir da ganz weit vorne sind. Und der Bundeskanzler sagt das auch. Aber wir werden ja nie schaffen, diese fehlende Hilfe der USA zu ersetzen. Oder glauben Sie, dass wir dann wenigstens sagen können, wir sind die Ersten, aber wir sind eben die Ersten mit 7 Milliarden Also, wenn die USA ausfallen, muss Europa mehr machen. Ob wir die USA komplett kompensieren können, das ist mal ein riesiges Fragezeichen dran, weil es erhebliche Summen sind. Aber wir müssen uns auf die, auch nochmal, auch in unserem eigenen Interesse, weil es um den Frieden in Europa geht und auf dem europäischen Kontinent geht. Also insofern, wir haben gar keine Alternative, als weiter an der Seite der Ukraine zu stehen. Und zu den Experten will ich nur sagen, die haben erst gesagt, er greift nicht an. Dann haben sie gesagt, es dauert eine Woche. Dann hat Putin die ganze Ukraine eingenommen. Dann hat 24 Stunden. Und deswegen glaube ich, geht es jetzt wirklich darum. Und ich habe gerade gesagt, das ist die Lücke. Aber die Ukraine braucht Artilleriemunition. Da hat man jetzt ein paar Wege in Europa wieder gefunden. Das muss hochgefahren werden und vielleicht wird es ein noch längerer Krieg. Und trotzdem müssen wir die Lehren daraus ziehen, die Produktionskapazitäten hochfahren und uns darauf einrichten, dass wir die Ukraine vielleicht noch sehr lange unterstützen müssen. Aber diese Unterstützung darf nicht nachlassen. Mhm. Es gibt die entscheidende Frage, wer dann anschließend die Sicherheit der Ukraine gewährleistet. Eigentlich ist ja das die zentrale Frage. Wie verhindert man, dass die Ukraine von Putin dann noch mal angegriffen wird? Was immer wir jetzt für eine Lösung finden, ob das ein Waffenstillstand ist, ein fauler Friede, ein noch mal vertraglich gesicherter Friede, der dann aber wie hoffentlich nicht noch mal gebrochen werden kann. Auch Stichwort da der Fehler 2014, dass man nicht die europäische Sicherheit hochgefahren hat. Wir haben jetzt 100 Milliarden Sondervermögen, 2%. Wir müssen gucken, dass wir die Ukraine in die Europäische Union reinkriegen. Alles das sind Dinge, die jetzt anders laufen müssen als bei den Fehlern, die man 2014 gemacht hat. Mhm. Aber es ist auch gut möglich, dass wir noch mal überdenken müssen, wann die Ukraine in die NATO kommt. Denn dieses Organisieren von Sicherheitsgarantien ist ein so schwieriger diplomatischer Prozess. Der ist in vollem Gange. Yermak, das ist der Chef der Präsidialadministration, und Herr Rasmussen, der ehemalige NATO-Generalsekretär. Beide sind international unterwegs seit vielen Monaten und versuchen, eine Unterstützung zu organisieren. Das ist so kompliziert, da muss es ein neues Konstrukt, eine neue Verständigung geben, die es in der NATO, in dieser Organisation ja längst gibt. Es ist wahrscheinlich einfacher, die Ukraine in die NATO zu holen und dort den Schutz zu garantieren, als dieses Sicherheitsgarantiensystem neu aufzubauen. Und diese Diskussion ist, glaube ich, nicht zu Ende. Und die wird jetzt auch sicherlich nicht auf dem Jubiläumsgipfel im Juli in Washington geführt. Aber sie muss geführt werden. Ja. Wolfgang Ischinger, auch interessanter Artikel heute im Handelsblatt dazu. Herr Volkov, wir müssen auch Sie danach noch mal fragen. Putin ist ja nicht der Einzige, der der Ukraine ans Leben will oder salopp formuliert ans Leder will. Es gibt noch genug andere Menschen in Russland, die das täten, die auch nach Wladimir Putin gegebenenfalls mit Privatarmeen, wie auch immer, diese Ukraine bekämpfen würden. Sehen Sie diese Gefahr? Nein, sehe ich nicht. Putin hat das Krieg angefangen. Putin wollte diesen Krieg
Und das war seine Idee und er hat nicht viel Unterstützung dafür, sogar im Innenkreis seiner Elite. Und ich glaube, das fällt unserer Diskussion. Zum Beispiel diese Überlegung, dass Russland einfach größer als die Ukraine ist, ja, das stimmt. Aber die Mobilisationsmöglichkeiten hängen nicht nur davon ab, aber die sind auch von der so Meinungstemperatur in der Gesellschaft abhängig. Und wenn die Gesellschaft den Krieg nicht unterstützt, dann ist auch die Mobilmachung kaum möglich, abgesehen davon, wie groß die totale Bevölkerung sei. Mhm. Und darauf sollen wir auch arbeiten. Russland zu besiegen ist kaum möglich. Russland ist zu groß, hat Atomwaffen und so weiter. Deshalb brauchte auch Putin diese Propagandaübung am 17. März, um so ein Gleichzeichen zu zeigen. Putin ist Russland, Russland kann man nicht besiegen, so logisch kann man dann Putin nicht besiegen. Das ist aber falsch. Putin ist nicht gleich Russland. Wenn wir das verstehen und wenn wir das Ziel anders formulieren, das Ziel soll heißen, Putin zu besiegen und dann ist der Krieg zu Ende. Das ist ein ganz mögliches Ziel. Aber dafür ist die militärische Hilfe für die Ukraine nötig, aber das ist nicht die einzige Bedingung. Man muss unbedingt mit der öffentlichen Meinung in Russland arbeiten und auch die klügere Sanktionen gegen Putin und seine Umgebung implementieren. Wir sind, Herr Ronsheimer, bei einem Vorschlag der CSU ganz am Ende dieser Sendung. Kein Bürgergeld mehr für wehrfähige Ukrainer, die 125.000 an der Zahl in Deutschland sein sollen, fordert die CSU. Ist es das, was das helfen würde? Ich glaube, es würde helfen, wenn mehr wehrpflichtige Männer wehrfähige, aber auch am Ende wehrpflichtige, weil sie müssten ja sozusagen dort eigentlich dienen, zurück in die Ukraine gehen. Da stehe ich dahinter. Da gab es auch den Vorschlag des Verteidigungsministers, dass man da die motiviert, wie auch immer das geht. Auch gleichzeitig muss man Respekt für jeden haben, der nicht dort an die Front will und momentan vielleicht im Ausland ist. Aber so ein Vorschlag, der ist Populismus und der sorgt nur dafür, dass es dann Hass gegen hier Flüchtlinge, Ukrainer gibt und das führt zu nichts. Also fragen wir danach Herrn Klingbeil nicht nochmal, sondern fragen als letzte Frage Herr Klingbeil. Auch Pistorius sagte, dass er diese Formulierung, den Konflikt einfrieren, nicht verwandt hätte und sich nicht zu eigen gemacht hätte. Glauben Sie, dass es irgendwo eine Sekunde und irgendwann eine Sekunde gibt, wo Herr Mütze nicht das irgendwie auch nochmal erklärt oder es ihm gar leid tut? Also er hat es verteidigt, wird es ihm irgendwann nochmal leid tun? Lob von Herrn Höcke, Lob von neue Friedenskoalition. Also dass da zwischen Höcke und manchen, die jetzt Applaus geben, dass da ein meilenweiter Unterschied ist, das ist, glaube ich, klar. Die Rolle von Rolf Mütze nicht in den letzten zwei Jahren habe ich beschrieben. Und ich glaube ansonsten, was auch der Abend hier übrigens gezeigt hat, wir haben wichtigere Debatten, als jetzt über Wortpaare in diesem Land zu diskutieren. Wünscht sich wahrscheinlich auch der Parteivorsitzende. Und damit würde ich Danke sagen für diese Diskussion. Unser herzlicher Dank geht natürlich auch nach Litauen zu Leonid Volkov. Danke, dass Sie heute bei uns waren. Dankeschön.